Ja, ich grüße dich. Schönen guten Tag. Wir sitzen hier im Lokal. Du als Student, ich als Priester hier von nebenan. Du studierst, ich habe es schon lange hinter mir. Wir sitzen zusammen, wir verstehen uns, wir sind Freunde, wir kennen uns sehr gut. Und ich denke manchmal, so ein Lokal, das ist doch ein Ort der Kommunikation. Nicht, dass ich jetzt Werbung machen will, dass man möglichst oft in eine Kneipe geht, aber ein Ort der Kommunikation ist ein Restaurant, eine Kneipe schon. Da stehen wir zusammen, da kommen wir ins Gespräch. Und manchmal entstehen aus ganz einfachen Begegnungen wirkliche Freundschaften, die bleiben, die belastbar sind. Ich glaube, dass sehr viele Menschen Sehnsucht haben, nicht nur in ihrem Klüngel zu bleiben, wie man das im Rheinland sagt. Also nur die Alten zusammen oder nur die Jungen zusammen oder nur die Kinder zusammen und nur die in der Mitte des Lebens, sondern es zeigt sich, dass wir heute wirklich darüber nachdenken, wie mehrere Generationen sogar zusammen wohnen können, zusammen alt werden können, Orte der Kommunikation finden. Orte der Kommunikation entstehen aber nicht so einfach. Orte der Kommunikation entstehen aus Kommunikation. Wir haben schon mal darüber gesprochen und ich habe gesagt, wenn ich alt bin, dann wirst du mir die Schnabeltasse bringen, damit ich trinken kann. Da hast du gelacht, das hat noch Zeit. Aber es gibt solche Orte der Kommunikation, wo sehr bewusst Menschen verschiedener Generationen und Kulturen zusammen sind. Ich glaube, dass wir solche Anlässe suchen müssen, dass wir diese Ideen wach werden lassen sollen. Das hat auch zutiefst etwas mit uns Kirche zu tun. Kirche ist allemal eine Mehrgenerationengemeinschaft.